Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords, das Spiel, das mich nur einfach hasst. Ja, in der letzten Folge hätten wir eigentlich fast 200 Weizen gehabt, bis das Spiel gesagt hat, nö, du kriegst keine 200 Weizen. Du wirst ganz fein nichts kriegen, also 80 Zeug, was du gerade so gesammelt hast. Denn wir brauchen wieder Hungertode im Winter. Jetzt stehen wir hier. Ich wurde angegriffen von dem anderen Typen. Er wollte meinen Zweiner einnehmen. Ich konnte es abwehren, aber ich habe da doch keinen Gewinn gemacht, weil vorhin alle Felder tot waren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Ich bin dezent mies gelaunt. Ich habe die Folge gerade eben aufgenommen. Und habe mich echt gefreut, dass wir aus dem Nahrungsproblem rauskommen. Nee. Unsere Eisenmine ist jetzt auch gerade leer geworden. Aber ja. Vielleicht braucht das Spiel... Und außerdem verstehe ich nicht Minusbrot. Mathematisch gesehen ist es unmöglich, aber anscheinend haben unsere Leute so einen Schaden mittlerweile durch zu wenig Nahrung, dass sie sagen, ja gut, dann esse ich ein imaginäres Brötchen. Vielleicht braucht das Spiel und ich in Zukunft wieder ein bisschen Abstand, wer weiß es. Vielleicht müssen wir uns mal ein bisschen distanzieren und dann wieder annähern, vielleicht wird es ja wieder was. Ja, wir probieren es auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Eier, die jetzt auch im Minus sind und wir kriegen wieder ein bisschen Brot zwischendurch. Ich weiß noch nicht, wo ich die Fische herkriegen würde. Ich würde mich freuen über Fische, weil Fische kann ich hoffentlich das ganze Jahr warm. Aber ich glaube, die kam mit dem letzten Update mit. Und ich habe keinen Plan, wo wir hier Fische herkriegen. Vielleicht ist auch die neue Karte mit Fischen. I don't fucking know. Ja, gut. Aber wir werden trotzdem das Beste draus machen. Denn wir haben wenigstens viel Holz und Bretter. Ich kann euch ehrlich nicht sagen, wie ich am besten mit der Nahrung umgehen sollte, weil ich hätte echt erwartet, dass ich dieses oder letzte Folge einen richtig geilen Puffer kriege. Ja, okay, ich könnte jetzt weiter drüber ranten, weil es regt mich gerade echt irgendwie auf. Das Spiel schießt halt da ein bisschen rein. Ich könnte natürlich dem anderen jetzt anfangen, die Gebiete wegzunehmen, weil mein Heer scheint ja stärker zu sein wie seins, weil wenn ich mit den Bogenschützen außen rumlaufe, fliehen sie wie die Fliegen. Aber ich kann nicht meine Leute die ganze Zeit wegschicken und erwarten, dass es funktioniert. Weil wir werden jedes Jahr von Banditen angegriffen. Jetzt hat von ihm. Ich erwarte nächstes Jahr schon wieder einen Angriff. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Banditen sind oder er. Obwohl ich lustigerweise sagen muss, seine Armee hat mir weniger Schaden gemacht wie die Banditen. Muss man auch hinkriegen. Wenn man das ganze Gebiet besitzt, ja... Da ist ein Banditencamp und da ist auch ein Banditencamp. Und wisst ihr was? Er macht nichts dagegen. In diesem Gebiet sind drei Banditencamps. Ich würde verstehen, dass er das hier bitte doch verliert, weil drei Banditencamps, die sind schon eigener Staat. Aber gut. Wir lassen mal die Zeit weiterlaufen, denn es ist schon wieder Januar. Und ich hoffe so sehr, dass hier noch was draus wird. Ich hätte auch gehofft, dass wir mit dem Handel hier irgendwie auch was anderes rankriegen. Bloß scheint nicht so zu laufen. Also ich hatte gehofft, ehrlich gesagt, dass wir mit den Lämmern nicht nur Fell kriegen, sondern vielleicht auch Essen. Nee. Sieht das Spiel nicht so. Vielleicht muss ich jetzt auch etwas erforschen. Ich halte mich raus, aber Fleisch wäre die absolute Top-Nahrung, weil dann baue ich nur Wiesenfelder mit einem Fleisch. Denen ist es ja scheißegal. Aber ich brauche Nahrung. Und ich könnte natürlich das ganze Dorf jetzt umbauen mit großen Feldern und hin und her. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich jedem ein Gemüsebeet von der vierfachen Fläche des halben Ozeans bauen muss, damit ich die Ortschaft ernähren kann, wenn ich eigentlich Weizenfelder hätte. Und das Spiel einfach sagt so, nö. Genauso verstehe ich bis heute nicht, was mit unseren Jagdfeldern damals passiert ist. Weil irgendwie blöd gelaufen. Gut, aber es wird wieder grün.
Was mich hoffen lässt, dass unsere Bärenfelder bald wieder da sind. Und ich sehe gerade, dass wir das nächste Mal dezent Probleme kriegen könnten, wenn ich jetzt nicht die Steuern erhöhe. Es tut mir echt leid, ich muss die Steuern erhöhen. So. Ich müsste doch jetzt mehr Schafe haben, oder? Er hat doch Schafe geliefert. Oh, da schießen sie rein. Wow, gib doch den mal. Das ist das Sliding-Schaf. Oh, das hat sie eingefunden. Okay. Das sind jetzt 10. Wo ist der Rest? Ah, die Hütte ist ja auch kaputt. Ich habe doch jetzt wohl nicht nur eins gekauft für den Preis. Ich habe mehr ausgegeben. Ich warte jetzt, bis ich dann ein Schaf langlaufen sehe. Beziehungsweise ein Lamm. Habe ich jetzt eins für 300 gefühlt bezahlt, gekauft? Ernsthaft? Ist doch nicht deren Scheiß ernst. So. Ihr kriegt wieder ein Verbot. Ich krieg mehr Eier rein als Gemüse. Aber okay, die ernähren sich ja dadurch auch selber. Bedeutet, wenn ich jedem eigentlich sowas geben würde, hätte jeder seine eigene Nahrung. Ist ja so ein Quid pro Quo-Spiel eigentlich, ne? Nicht genügend Vorräte. An was denn? Ja, Nahrung. Okay, ja. Wie viel erwarten wir dieses Jahr? Ach ja. Mehr Flachs wie Weizen. Was passiert eigentlich, wenn ich sie abbrenne? Weißt du was? Ich kriege nur viel raus. Machen die Bauern damit jetzt was oder warten die, bis sie es anpflanzen können? Oh ne, sie machen was. Guck an. Jetzt kommt er wieder mit seinem Riesending. Ich sag's euch. Aber warte mal, du brauchst hier nicht meinen, da ist nichts mehr. Und die Erweiterung habe ich noch nicht. Sonst würde ich die dir schon kaufen, mein Freund. Minus 120. Hier müssen irgendwo Schafe laufen. Ich gebe 120 aus für 2 Schafe. Die fällen uns die Jungbäume. Ach, schau dir mal den Wald hier drüben an, der entsteht. Schicke Sache. Also das wäre doch ein Gebiet, wo sich eigentlich so ein Rudel Rehe wohlfühlen müsste, oder? Wo ich so richtig schön viel Fläche habe, wo sie jagen können. Vielleicht brauche ich einfach mitten rein nochmal einen Jagdstand und schau, was passiert. Einfach schauen. Vielleicht gewinne ich ja im Lotto. I don't know. Ich würde echt einfach positiv sagen, ach, das wird schon. Aber irgendwie habe ich langsam das Gefühl, in diesem Spiel, nee. Das Spiel hasst mich einfach, abgrundtief. Guck mal, wie viele Felder ich habe. Meine Bevölkerung hasst mich, weil ich muss natürlich viel Steuern antreiben, weil... Der König möchte es ja so. Was passiert eigentlich, wenn ich den König nicht bezahle? Verliere ich? Ihr sammelt es hoffentlich richtig schön leer, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wenn ich meine Monate Nahrung sehe, dann habe ich ganz andere Probleme. Heieiei. Ach, guck mal, hier sind so viele kleine Felder. Du kriegst auch noch ein Feld. Wenn ich Geld hätte. Aber einen Ziegenstall können wir nicht hinbauen. Auch wenn ich eigentlich das gar nicht mehr brauche. Weil ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Zu viel wahrscheinlich. Nö, gar nicht. Ich habe nur viel Leder. Lebensmittellager ist voll. Abholservice bitte, jetzt. Abholservice. Ich glaube, da fahren einige.
Oder auch nicht. Wo ist ein Abholservice? Ja, richtig. Genau, du musst hier hin. Wow, hat er viel mitgenommen. Der hat gerade mal die Kräuter eingesammelt. Lieferdienst. Jetzt. Die können nicht mehr sammeln. Und das Zeug geht langsam leer. Vielleicht muss ich auch da ein Loch in Lager bauen. I don't know. Vielleicht ist das zu weit weg. Vielleicht habe ich mit der Entscheidung, da drüben zu bauen, auch den größten Fehler meines Lebens begangen. Wer weiß es. Ich weiß bloß eins. Mein Volk hasst mich wahrscheinlich. Das kriege ich jetzt zwei Dinge. Guck mal, aber sie haben doch das... Welches Feld habt ihr gebaut? Dichter. Sie haben trotzdem beschlossen, es drauf zu bauen. Ich habe gehofft, ich kriege damit ein bisschen... Ja. Guck mal, die tun jetzt hier überall schön Waldpflanzen. Wenn wir so schön viel Wald haben, dann muss ich doch so ein richtig schöner Wolf und ein paar Rehe und so alles wohlfühlen. Du kannst mir nicht sagen, dass die sagen, ach nö, so ein großer Wald. Ich mag mehr Wiese. Aber unsere Jäger laufen ja über die Wiese. Ich weiß nicht, was die suchen, ob die Mäuse jagen oder sowas oder ein paar Hasen. Ah, ja. Aber vielleicht sehen wir auch, was passiert, wenn man nicht die Steuern zahlt mittlerweile. Könnte natürlich sein, dass ich da ein Game Over kriege. Wetterschäden. Ich glaube, ich baue nochmal ein Lager. Einen kleinen Speicher. Hier einfach so mitten im Wald. Guck mal, wenn wir jetzt hier schauen. Weizenauferlay. Seit wann ist da grün? Ach ja, seitdem da Tote sind. Wahrscheinlich. Weil früher war das mal alles grün. Aber ich kann doch nicht jedes Jahr die Felder umbauen. Warum ist denn hier auf einmal grün? Hier war doch früher rot. Willst du mir sagen, das sind mittlerweile schlechtere Gebiete wie die hier? Flachs, okay. Gerste, okay. Roggen. Früchte. Früchte in Arbeit. Feuergefahr. Also eigentlich müsste ich Felder hier unten bauen. Nee. Ich glaube, ich bin langsam sehr dezent uneinsichtig in dieses Spiel. Habe ich überhaupt noch Stein? Ja, Stein habe ich noch. Ich will, dass dieser Speicher leer wird. Aber saisonal, es ist jetzt vorbei. So, bitte kein Angriff. Ich würde gerne diese Felder farmen. Ohne, dass ich in den Krieg ziehen muss. Jedes Jahr. Es wäre sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Ansonsten mache ich es in Arvius History and Toll und renne durch. Bloß ich werde eh wahrscheinlich vom König umgebracht diesmal. Mal so rein aus Interesse. Ich krieg doch hier bestimmt irgendwie das Overlay wieder rein. Warte mal. Karte? Nee, Armee? Wo war das Overlay? Wie habe ich denn gerade das Overlay angekriegt? Das ist mal eine blöde Frage. Wie habe ich denn das Overlay angekriegt? Achso, nee. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich gucken... Nie. Karte? Nie. Wie haben die das gemacht? Wir haben 3 Monate Nahrung. Es ist aber Juli. Und die Bären sind aus. Ich sag euch eins, das wird ein unangenehmes Jahr. Weil 3 Monate Juli, Juni, August, dann ist es schon wieder vorbei. Es könnte ungut werden. Wie viel Gemüse haben wir? 2. Merkt man eigentlich, dass ich irgendwie langsam nichts mehr verstehe? Ich würde gerne wissen, ob es eine neue Karte mit Fisch gibt.
So, schau mal, ich reiß dich ab. Es würde nicht unserer Statistik wehtun, wenn wir ein paar Häuser, die wir nicht brauchen, abreißen, oder? Und dafür beschließen, dass sie woanders hinziehen müssen. Guck mal, die Häuser sind eigentlich so schön. Ja, richtig. Habe ich jetzt eine Homeless? Ich habe eine obdachlose Person. Ach, wie schön. Bedeutet, ich kann ein großes Haus nochmal bauen. Absolut kein Problem. Guck mal, du kriegst jetzt von hier bis hier. So. So. Hä? Okay, warte mal. Wir machen es anders. Guck mal. Guck mal. Das kriegen wir hin. Keine Sorge. Das kriegen wir alles hin. Du kriegst es so. Größtes Gebiet ever. Was soll da schief gehen? Wir bauen ein bisschen Wohnung. Ein bisschen Gebiet für die Leute. Wo kommst du jetzt her? Das war 14 Schafe. So mal eins Krrks machen wäre doch gar vielleicht für ein schönes Mahl am Abend. Warum nicht? Ich schaff's ja auch, einen ganzen Wald aufzubauen. Aber nicht farmen. Ich spiele gleich wieder Farming Simulator. Ich glaube, ich muss wieder ins Training. Vorspulen bitte. Ich will meinen Untergang bitte sehen. Guck mal, die haben jetzt so schöne große Felder. Das kann absolut nicht schief gehen. Warum kriege ich eigentlich jetzt wieder eine andere Anzeige? Warum kriege ich Steinblöcke? Ich will... I don't want to see this. Guck mal, liefert mal die Bäumchen ab. Währenddessen sollen wir unsere Freunde der guten Geschmacksunterhaltung anfangen, vielleicht die Felder zu fällen. In 21 Tagen. Echt. Das Ding bringt eh nur eins. Eins von eins. Guck mal, das ist ein Nuller. Ich reiß das blöde Feld ab, ich sag's euch. Nein, ich will sie anmalen. Ich reiß das ab. Die Felder bringen so absolut null. Weißt du was? Das wird ein Gerstefeld. Ganz einfach. Fruchtwechsel an. Wir brennen dich runter. Dann machen wir dich zum Gerstefeld. Punkt. Du hier auch. Was bist denn du für Feld? Du wirst auch für Gerste grandios geeignet. Ach, warte mal. Hier wohnt einer drin. Ich kann mir nicht mal leisten, mehr Felder zu machen. Grandios, Leute. Hinlag ihn mal raus da. Du hast Besseres zu tun. Wie viele Tage wollten ihr noch warten? Ach, 4 Tage. Ja, meine Herren haben ja Zeit ohne Ende dafür, gemütlich in aller Ruhe im Hinterhof zu sitzen und zu warten. Also das Feld könnte man schon eventuell farmen. Das hat eventuell einen Ertrag von Due. Ja, das hat auch ein Prozent. Das Spiel hasst mich. Ey, du kannst mir doch nicht sagen, dass ich schon wieder hinkriege. Ich fange wieder an, Felder zu ver... Ich will doch nur meine blöden Felder farmen. Einmal im Jahr wäre es sehr nett, wenn ich in der Zeit, wo Felder zu bestellen sind, nicht angegriffen werde. Eventuell bringt euch sonst das Land nichts, wenn ihr alle ummäht. Gut, also, wie machen wir es, Leute? Es sind 4 18er-Truppen.
Ich könnte sie hier erwarten, hier im Wald stehen und dann von hinten beschießen. Wäre ein Weg. Aber ich habe ja noch ein bisschen, hoffe ich, bis vielleicht ein paar der Felder durch sind. Ich kann gleich bis maximal hier warten. Wisst ihr, wie viele Felder wir schaffen? 2, 3 vielleicht, eventuell? Die gehen nicht gleich in diesen Wald rein und dann haben wir ein Problem. Wenn die in dem Wald drin sind, so wird es nicht gleich dunkel für uns. Okay. Wie viele Felder haben wir geschafft? Ja, wow. Oh, obwohl. Es geht, aber ich muss wieder Krieg führen, Leute. Ich weiß nicht, wie ich es am besten mache. Eigentlich Bogenschützen hier reinstellen, sie hier erwarten und dann abschießen. Hoffen, dass sie relativ gleichmäßig kommen. Ach was, wenn ihr mich dauernd eventuell daran hindert. Geschossalarm, nein. Kann ich euch auch sagen, bitte nicht angreifen? Um die Formation wiederherzustellen. Zur Stellung laufen, ausgewogen, ohne Boni und Nachteile. Also halten auch schon nach feindlichen Geschossen die Chance. Was macht denn ihr? Hätte vielleicht doch mehr Zeit gehabt. Ah, das Haus ist wieder eine Herausforderung für die Kollegen. Jetzt bleiben die Felder wieder liegen. Weißt du was, wir stellen uns hier auf. Der Richtung, in der sie kommen, sollte ich sie hier empfangen können, hoffentlich. Ich hoffe, dass sie sozusagen jetzt die sehen, die nicht, und dann so rumlaufen. Das Schöne ist, natürlich haben wir jetzt keine Nahrung mehr. Ich weiß auch nicht, warum wir die ersten Verhungernden haben, wenn wir eigentlich noch einen Monat auf Lager haben. So, jetzt langsam wird die Mathematik echt komisch von dem Spiel. Also ich check's langsam nicht mehr. Jetzt haben wir angeblich gar nichts mehr, aber haben noch einen Monat Nahrung. Ich habe doch mindestens 50 gebraucht für einen Monat. Du sagst jetzt nicht, dass die meine Bogenschützen sehen, oder? Die laufen auf meine Bogenschützen zu. Ich will wissen, ob die sich eindrehen. Drehen die ein? Dann sehen die meine Bogenschützen im Wald. Ich dachte, der Wald beschützt mich.
Aktuell laufen sie in die Richtung. Jetzt cheaten die auch schon. Aber sie werden unsichtbar. Grandios Spiel. Ich spiele gleich Total War. Da sehe ich sie wirklich nicht. Familie leidet Hunger. Habt ihr das Wort laufen gehört, meine Freunde? Die ersten stehen schon ready. Ich kann sie wenigstens sehen, finden. Ich glaube, ich finde auch nur die, die ich finden soll, oder? Ne, hier sind auch noch welche. Also alle leiden Hunger. Ich habe angeblich einen Monat Nahrung, aber keine Nahrung. Na komm, bringt ein paar von vorne um. Ich habe schon zwei gekillt, super. Oh shit, nee, no. Einen drin. Das ist mein Armbrustschützentrupp, ja? Gut, alle aufgelöst, perfekt. Langsam kriegen wir es hin. Also langsam kriege ich wenigstens den Kampf hin. Du musst mit dem Bogenschützen viel taktieren, rausschauen, dass du rumläufst, von hinten angreifst. Dann geben die relativ schnell auf. Ist ja kein Problem. Meine Nahrung ist das Problem. Das Einzige, was wir gleich in diesem Spiel noch nicht verändert hat. So, wie viele Tote haben wir? Keine. Finde ich super, wenn wir null haben. Könnt ihr bitte zu den Feldern so schnell wie möglich... Das Spiel so, ach, es ist jetzt Oktober, schön damit weg. Alter, Spiel, so funktionieren Felder nicht. So funktioniert das nicht. Ich habe 47 Weizen. Ich weiß nicht, warum sie Flachs als Feldfrüchte sehen. Kein Schwein isst Flachs. Naja. I don't know. Ganz ehrlich. I don't know. Wir werden mal schauen, was passiert, wenn die königlichen Dinger passieren. Was dann passiert, wenn ich sage, okay, ich habe kein Geld für die königliche Steuer. Das schauen wir uns heute auf jeden Fall noch an. Schauen wir, was passiert. Mein Ochse steht auch einfach rum. Also ich kann mich erinnern, ich hatte früher Probleme mit Nahrung. Aber da war ich zu dumm, Felder zu platzieren. Als ich die Felder platziert habe in der richtigen Größe, war alles gut. Ich hatte nie so extreme Probleme wie jetzt. I don't know.
ganz ehrlich, das ist keine Mathematik mehr, das ist einfach brutale Assis, du kannst mich mal Mode quasi. Ich glaube, wir machen einen Ausflug zum Farming Simulator, sobald er draußen ist, und machen eine Reisfarm. Ich gehe nach China. Ich mache Reis. Will nicht mehr. Will kein Weizen mehr sehen. Ich will Weih. Ich mache Reis. Ich mache alles außer Weizen. Weil ich sag dir, nächstes Jahr zur selben Zeit werde ich nochmal wenn ich es bis dahin schaffe. Also ich glaube, ich habe eh schon lange überlebt für den Status, den meine Nordschaft hat. Aber holy shit, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das so sein soll, oder? Also mal ganz ehrlich, du kannst mir nicht sagen, dass das Spiel will, dass man so extrem auf die Fresse kriegt. Das macht doch auch keinen Spaß. Auch wenn ich gerne herausfinden würde, was ich noch besser... Klar, ich könnte es auch in die anderen Positionen stellen, hin und her. Aber du kannst mir nicht sagen, dass ich vorhin da, wo es relativ... Ich muss mal zurückgucken in die Folgen. Ich habe irgendwo mir das angeschaut und habe herausgefunden, das ist die beste Area zum Bauen. Und habe deswegen meine Felder da gebaut. Und es war trotzdem die schlechteste Entscheidung, die ich hätte machen können. Für die Arbeit, Labor, die ich reingesteckt habe, dass ich geschaut habe, dass ich mehr Leute kriege, damit ich das machen kann. In dem Ausmaße kriege ich nichts an Essen rein. Damit ernähre ich eine halbe Ortschaft normalerweise, glaube ich. Wenn ich den Vergleich sehe. Damit sollte ich ordentlich ernähren können. Aber das Spiel, nee. Mm-mm. Nö. Das Feld macht Flachs. Weizen? Oh, guck mal, hier, 27. Hier? Es wird noch gemacht, okay. Du bist bei 50. 49. Also es bringt sich schon, Flachs zu machen. Es könnte auch sein, dass ich das wieder in Ordnung kriege. I don't know. Wie viel sagt denn der Akte für nächstes Jahr an? 230. 5 Gerste, 37 Flachs. Mein Problem ist eher dieses Jahr. Ach, guck mal, sie haben die Felder nicht mehr fertig gemacht. Dafür gibt es einen Slow Clap. Vielleicht sollte ich die Felder reduzieren. Weil das ist doch echt dumm. Was sind die schlechtesten performenden Felder? Schau mal, dich brennen wir ab, dich reißen wir ab. So, auf Wiedersehen. Mir wurscht jetzt langsam. Also langsam wird's echt weird. Wir haben ein bisschen Brot, wir haben immer noch Eier. Gut, wir haben Nahrung. Aber ich sag dir, das geht bald zur Neige. Weil hier ist nur noch 7 Mehl drin. Die Kollegen haben nicht mal was drin. Jetzt nun nehmen es die Eier. Und dass ich auch bei so viel... Nee, ich verstehe es. Vielleicht sollte ich nächstes Mal einfach anfangen an den Händler verkaufen von Sachen und schauen, dass ich direkt einfach nur Häuser mit Gärten mache. Und dann, wenn ich meinen ersten kleine Felder habe, dass ich dann anfange, ein Haus mal zur Schmiede zu machen, eins zur Bäckerei und alles drum und dran. Aber vielleicht war ich auch zu sehr im Stadtmodus. Ich weiß es nicht. Ich warte eigentlich gerade nur auf die Steuern. Wann sind denn die 57 Tage? 56 Tage. Komm, das machen wir noch in der Folge. Wir schauen, was passiert, wenn die Steuern nicht funktionieren. Weißt du was? Das machen wir jetzt wirklich. Soll ich es riskieren, dass das nicht funktioniert? Also nehmen wir, dass die Zehnte hier überhaupt nicht funktioniert. Was sind 100% Zehnte? Was passiert dann? Das interessiert nicht mal einen. Kriegssteuer gibt es nicht. Handelssteuer gibt es auch nicht. Das verstehe ich nicht. Warum darf ich keine Handelssteuer machen? Warenhändler, die durchläuft. War das nicht irgendein Gebäude, was ich hätte bauen können? Ist mein Marktplatz. Ist eine Packstation. Wir wollen einen Tausch. Wir bauen es einfach mal da. Schauen wir mal, was das bringt. Wir hätten 6000 Einfluss. Das wären drei Gebiete, die ich beanspruchen könnte.
Das sollte ja nicht das große Problem werden. So, wir haben jetzt Januar. Wie viele Tote haben wir aktuell auf unserer Liste stehen? Erstaunlich wenig. Erstaunlich wenig, muss ich sagen. Wir haben unsere 14 Schafe. Und wir produzieren immer noch zwischendurch ein bisschen Nahrung. So ein bisschen. Ich bin erstaunt, wie gut wir rumgekommen sind, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht erwartet. Hört sich doof an, aber wir hatten bis jetzt keine Hungernachricht. Achso, das ist sozusagen so ein Handelsplatz. Bin ich erstaunt. Kann ich jetzt rein theoretisch auf den Handel was erheben? Nö. Schau mal, wir haben 19 Tage müssen wir Steuern zahlen. Wenn wir bis dahin nichts dazu kriegen, sind wir eh pleite. Aber 400er Steuer ist schon übel, oder? 400. So, wir fahren jetzt angeblich 1-200. Habe ich eigentlich irgendjemanden, der was mit dem Flachs anfangen kann? Das ist mal by the way. Irgendjemanden, der sagt, ah, Flachs, das nehme ich. Jetzt haben wir die ersten Hungernden. Die ersten, die sagen, ach, ich hätte doch vielleicht Hunger. Und jetzt kommen sie in Massen. Und die Bären kommen noch nicht, weil es ist noch nicht warm genug. 15. Jetzt geht's los. Also ja, die größeren Gebäude bringen sich was. Bin ich zu spät dafür? Ja, weil ich hätte genauso anfangen müssen und ich habe es falsch gemacht. Beim König verschuldet. Schöne Sache. Jetzt bin ich verschuldet. Weil ich da so einfach rauskomme. Aus dem Schuldenberg. Ist ja nicht so, als ich hungernde Leute hätte und sowas, aber mal sind wir halt verschuldet. Ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, weil das ist ja mittlerweile auf YouTube das eigentliche Abo. Sonst kriegt ihr ja keine Infos mehr über die neuen Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.